Ja, wir hatten hier 4 richtig schöne Tage beim Multivan Summer Opening auf Sylt, konnten einige Wettfahrten sehen. Ich habe mich gefreut, wieder mit meinen Kollegen hier viele Stunden auf dem Wasser zu haben. Gute Rennen, gute Fight mit Fabi Wolf, Michael Becker. Ich würde sagen, wir hatten auch extrem gute Bedingungen noch. Trotzdem hatten wir sehr bögen Wind. Wir hatten, glaube ich, 7 bis 18 Knoten. Und das ist natürlich sehr schwer, dann das Material zu wählen. Super schwer von hier zu sehen, und wir hatten auch Rennen, wo du komplett übernagelt warst. Ne? Und dann sind das echt anstrengende Battles. Das sind anspruchsvolle Bedingungen, das finde ich einfach gut, weil dann zeigt sich, wer der Beste ist auf dem Wasser. Auf Platz 3 Fabian Wolf, auf Platz 2 Gunnar Asmussen und auf 1 Michael Becker. Ja, noch bevor die Racer angekommen sind, wurde ja die Disziplin Wave gefahren. Da gab es auf jeden Fall spektakuläre Action. Sylt ist tatsächlich besonders für Wave sehr, sehr schwer. Also ich glaube, viel schwerer kannst du es auf der Welt gar nicht haben. Vor allem, wenn dieser auflandige Wind ist, dann ist es extrem schwer rauszukommen. Die Wellen sind auch unvorhersehbar, also die kommen von überall. Die haben auch echt ganz schön viel Kraft. Das ist vielmehr auch der, ich sag mal, der Kampf mit den Naturgewalten so ein bisschen. Und eben auch das Persönliche, also dass man sozusagen jetzt in den Bedingungen das zeigt, was irgendwie möglich ist. Und dass man eben mit den Wellen und mit dem Wind kämpft und den irgendwie bändigt. Auch Taktik viel, wann man die Wellen abreitet hier drin. Und da darf man sich keine Fehler erlauben, sonst war es das. Es kann sehr, sehr viel passieren, und das macht das so aufregend. Ja, auf Sylt ist immer das Schöne, wir haben jede Menge Publikum. Man fühlt sich eher wie so ein kleiner Star, sag ich mal. Also hier würde ich sagen, hat man schon echt extrem große Aufmerksamkeit, die dem Sport gewidmet ist. Und einen großen Applaus nochmal dazu. An Land ist es einfach toll, so viele Menschen zu sehen, die einfach hier eine schöne Zeit haben, meistens mit gutem Wetter, und ja, das macht einfach Spaß. Und das reizt mich, deswegen hierher zu kommen. Ich bin super happy mit dem Event, ist alles mega gut gelaufen.